Das Bühnenbild wirkt anfänglich noch karg. Zwei fahrbare Gerüsttürme, Symbol für zwei rivalisierende Familien. Im Zentrum das Liebespaar mit Chimène auf der einen Seite und dem Ritter Rodrigue auf der anderen Seite. Die beiden geraten in einen Konflikt zwischen Liebe und Familienehre, das Hauptthema der Oper. Ein Stück, das heute wenig bekannt ist. Es ist das Konzept der St. Galler Festspiele, sich nicht auf der Hauptstraße des Repertoires zu bewegen, sondern einen echten Kontrapunkt zu den bekannten Open-Air-Festivals zu geben. Und somit ist eine Opernrarität einfach gesetzt. Spektakulär wird die Inszenierung im zweiten Teil, nach Einbruch der Dunkelheit. Die Kathedrale wird zur Leinwand, durch zahlreiche Projektionen verändert sich das Bühnenbild immer wieder. Für den belgischen Regisseur keine einfache Aufgabe. Video an heißt Licht aus, heißt auch Sänger im Dunkel. Und ich fand es irgendwie wichtig, einen Balanceakt zu finden, zwischen einerseits Atmosphäre zu erzeugen, Geschichten zu erzählen, auch mit den Videoprojektionen, aber natürlich wichtig und im Vordergrund steht natürlich das Spiel mit diesen Sängern. Und die Balance gelingt. Guy Josten inszeniert den historischen Stoff als moderne, zeitgenössische Oper vor einer eindrücklichen Kulisse.